Hallo und herzlich willkommen bei der Nordhessen-Rundschau. Mein Name ist Jasmin Schwarze. Heute sind wir zu Gast in der Kreissporthalle in Korbach. Es findet heute hier ein großes Box-Event statt. Und zwar boxt heute Mario Jassmann, dessen Vater Reinhard Jassmann hier in Korbach eine große Boxlegende ist, um den Titel der internationale deutschen Meisterschaft des Bundes Deutscher Berufsboxer im Mittelgewicht. Er hat heute eine einmalige Chance im Profiboxen, seinen Titel hier zu gewinnen in seiner Heimatstadt. Deswegen sind hier auch viele Fans extra angereist, um dieses große Ereignis hier zu sehen. Außerdem wird heute Özcan Çetinkaya aus Kassel, der Kasseler Schwergewichtsboxler, ebenfalls boxen. Daher sind wir schon sehr gespannt. Çetinkaya hat in Kassel bereits zwei große Boxevents veranstaltet, wo er auch erfolgreich selber geboxt hat. Er bereitet sich auch gerade intensiv auf seine nächsten Kämpfe vor und heute sind wir gespannt, welche Leistung er hier bringt. Die Halle füllt sich jetzt langsam. Es werden bis zu 1000 Zuschauer erwartet hier bei dieser großen Boxnacht. Wir werden später noch einige Gäste und Boxer interviewen. Viel Spaß! Wir freuen uns ganz besonders jetzt, Reinhard Jassmann als Gast zu haben vor dem Mikrofon, eine Boxlegende aus Korbach. Hallo Reinhard. Hallo an alle. Sag mal, wer hat das denn eigentlich hier veranstaltet? Wer hat das hier ins Leben gerufen? Ja, das geht jetzt hier um die internationale deutsche Meisterschaft von meinem Sohn. Und wir haben das hier an unserer alten Wettkampfstätte, wo wir früher Bundesliga-Kämpfe absolviert haben. Da haben wir den Veranstaltungsort hingelegt und Enrico Schütze ist der Macher und der auch die Musik bezahlt vom PSP Boxing, Enrico Schütze. Den Namen muss man sich merken. Okay, gut, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Und sag mal, ich weiß ja, dass du dich auch sehr viel hier in Korbach für den Boxsport engagierst, insbesondere auch für Kinder und Jugendliche. Ja, das tue ich schon seit Jahrzehnten und ja, es ist auch noch kein Ende in Sicht. Und du hast jetzt erst eine Ehrung erhalten kürzlich? Ja, ich habe jetzt in der letzten Zeit mehrere Ehrungen erhalten. Herausragend war Sterne des Sports oder eben auch die besondere Persönlichkeit der Heimatzeitung. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu, super Leistung. Vielen Dank. Gerne. Dann sind wir schon ganz gespannt auf diese Boxnacht und drücken Mario ganz fest die Daumen, dass er den Titel nach Korbach holt. Ja, ich glaube, das tun wahrscheinlich fast alle, die hier im Saal sind, außer der Anhang von dem Gegner, tun das wahrscheinlich alle in ihrem Saal. Ja. Es war ja auch so, dass der eigentliche Gegner kurzfristig wegen einer Rückenverletzung abgesagt hatte. Ja, das stimmt, aber nichtsdestotrotz der Gegner, der als Ersatzmann schon vorher verpflichtet war, der ist mindestens genauso stark und genauso hochkarätig wie der andere auch. Und wir freuen uns auf einen spannenden Kampf. Wir uns auch. Dann hören wir und sehen wir uns ganz sicher nachher wieder. Ja, vielen Dank. Ja, danke auch. Und ein weiterer prominenter Gast hier, DJ Axel Traxel. Hallo. Hallo, schön hier. Ja, schön, dich hier zu treffen. Sag mal, du bist ja fit wie eh und je und du hast mir eben erzählt, du wirst bald wie alt? Naja, ich sage immer 57, aber es sind 75. Wahnsinn, das ist echt eine tolle Leistung. Und sag mal, was hat dich hier hingetrieben in die Kreissporthalle nach Korbach? Ich habe ja den Ausweis vom Bund Deutscher Berufsboxer auch und war bei Manfred Jassmann Sekundant mehrere Jahre. Ich habe ja selbst aktiv geboxt, dadurch kam das. Und da denke ich, da musst du mal gucken. Okay. Und in welcher Klasse hast du geboxt? Federgewicht, Leichtgewicht und Halbweltergewicht, drei Gewichtsklassen. 75 Kämpfe gemacht. Laut Pass, ne, das stimmt auch. Hab 13 nur verloren zum Glück, ne, nicht mehr. Und bin auch noch eigentlich bis auf die Füße so ein bisschen mit dem Laufen sonst noch okay. Ja. Und bekannt bist du ja jetzt eigentlich durch deine DJ- und Entertainer-Qualitäten. Ja, Musik, das war damals schon so. Als ich boxt habe, da haben sie mich von der Diskothek weggeholt, weil einer gefehlt hat. Da muss ich schnell boxen und wieder hin. Das sind Geschichten, also die kann man nie vergessen. Und wo kann man dich denn erleben jetzt? Wo trittst du auf? Mehr privat, das ist gut. Ah ja. Das heißt, man kann dich buchen? Kann man auch, ja. Und auf welcher Internetseite? Internet habe ich nicht, nur Telefon, das ist besser. Okay, dann kannst du jetzt für interessierte Zuschauer mal deine Handynummer preisgeben.
Ja, die Festnetznummer 05676 345. Alles klar. Vielleicht hast du noch ein paar Grüße für deine Fans in die Kamera? Ja, ich wünsche natürlich heute, dass alle Kämpfe fair sind. Die kommen, Berufsboxen ist ein bisschen anders als Amateurboxen. Ne? Und die Leute, ich habe den Plan hier gesehen, das sind gute Leute. Auch der aus Gutensberg, das ist ein guter Boxer, der Manfred Jassmann hier, der ist ja sein Trainer wieder, der ist auch gut. Und vor allen Dingen sein Bruder, der Reinhard, ein ganz toller Boxer, auch sein Sohn. Und auch der Hans Hillmann, da habe ich übrigens Musik gemacht bei seinem Geburtstag, eine große Fehde. Da waren die Hamburger Boxer alle da aus frühen Zeiten, das war eine schöne Sache. Ja, sehr schön, toll so viel von dir erfahren zu haben und wir wünschen dir eine ganz tolle Boxnacht. Dankeschön, vielen Dank. Jetzt begrüßen wir hier Maurizio, einer der Kampfrichter des heutigen Boxabends. Hallo Maurizio. Hallo Jasmin, guten Abend. Kannst du uns ein paar Regeln erklären? Ja, im Ring ist es so, die Regel gilt für alle. Ja? Mhm. Keine Kopfstoße, keine Innenhände, nicht festhalten, nicht runterdrücken. Und als Ringrichter muss man darauf achten, dass der Kampf sauber über die Runde geht. Ja, und vor allen Dingen versucht man auch die Gesundheit der Boxer zu schützen, falls einer versucht mit Kopfstoße oder wie auch immer. Gibt es immer Tricks, die man anwendet, um sich Vorteile zu verschaffen und dafür ist der Ringrichter da und geht alles in Ordnung. Und über wie viele Runden gehen die Kämpfe? Ist es unterschiedlich oder? Unterschiedlich, ja. Manche gehen in 4 Runden, 6 Runden und der Hauptkampf geht 10 Runden. Deutsche Meisterschaft, ja, mit Mario Jassmann. Ja. Und wir hoffen, dass alles gut über die Bühne geht, sauber und dann sind wir hinterher alle glücklich. Okay, dann sind wir sehr gespannt auf die Boxnacht. Okay, ja. Vielen Dank. Bitte, gerne. Mit Korbach. Mikaja.
Ja, liebe Zuschauer, der Özcan hat zweimal Maß genommen und dann hat es auch dreimal eingeschlagen. Relativ schnell, 6 Runden waren angesetzt. Der Kinkerl ist wieder frisch, aber er war eben nicht zur richtigen Zeit frisch. Ja, und im Juni wird wieder geboxt in Kassel. Und da wird der Özcan dann wieder seine Fight Night machen in Kassel im Autohaus Dürkop. Und hier haben wir den glücklichen Gewinner, Özcan Çetinkaya. Bereits in der ersten Runde Knockout. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke, danke. Ja, war genau drin, war ein guter Treffer. Wir haben es gesehen. Der hat genau gesessen. Ja, der, so ist das im Schwergewicht. Ne? So hat er den Danny Williams. Damals war Danny Williams in seiner Topzeit, hat auch runtergeschlagen, K.O. gehauen. Ne? Also runter und hat den Kampf gewonnen. Im Schwergewicht ist jeder stark, man muss aufpassen. Ein Schlag entscheidet. Wahnsinn, wir haben es gesehen, war wirklich eindrucksvoll. Und sag mal, wie geht's jetzt weiter bei dir? Ja, 24. Juni in Kassel, im Autohaus wieder, Dürkop. Und davor werde ich gucken, dass ich nochmal vielleicht boxe. Und da will ich auch meinen Titel verteidigen. Mal gucken, vielleicht boxe ich auch einen anderen Titel. Mal gucken, ich muss noch ein, zwei Kämpfe vorher noch machen. Jetzt bin ich ja wieder mit Manni Jasmann zusammen, mit meinem Trainer, alten Trainer. Sind jetzt wieder zusammen mit Manfred. Und ich brauche einen Trainer. Ohne Trainer ist schlecht. Ja, das stimmt. Das heißt, das ist dein Trainer jetzt? Hallo? Als Amateur, wie du schon, mein Trainer auch. Rodi am Anfang auch. Und wir hatten uns eine Zeit lang getrennt, jetzt sind wir wieder zusammen. Das heißt, Sie trainieren jetzt Özcan? Genau, ich trainiere und denke für ihn. Mit, ich denke mit, sagen wir so. Und aus der Jasmann-Familie, das heißt, Boxen durch und durch. Ja, ja, das für mich war, mein Kindheitstraum ist erst in späten Jahren in der Erfüllung gegangen, sagen wir so. Schön, dann freuen wir uns auf die nächste Fight Night, da sehen wir Sie ja sicher dann auch. Ja, ja, bin ich dabei, alles klar. Und Özcan, sag mal, das ist jetzt schon die dritte Fight Night, die du veranstaltest in Kassel. Ich mache Braunschweig ja auch nochmal im September danach. Aber Datum weiß ich genau. Aber das ist die dritte. Und im November ist dann auch wieder in Kassel. Also dieses Jahr noch zweimal in Kassel. Okay, und im Juni, wer kommt? Weißt du schon? Ja, also Mario Box, Jasmann und wahrscheinlich, aber steht aber Dimitrenko, Alexander Dimitrenko. Er wird wahrscheinlich boxen. Mal gucken, wie es jetzt ausgeht bei ihm. Er wird boxen. Und dann mal gucken, es ergibt sich immer was. Und Arthur Abraham wollte auch kommen, also nicht boxen, aber als Gast. Aber steht alles noch nicht fest, das gebe ich dann kurz vorher Bescheid. Aber Dimitrenko, wenn alles gut geht bei ihm, wird er auch boxen bei mir. Okay, dann sind wir schon sehr gespannt und weiterhin viel Erfolg. Danke, danke. Und hier haben wir den Sohn von Özcan. Sag mal, wie war das heute für dich, den Papa? Bereits in der ersten Runde hat er den Gegner K.O. geschlagen. Ja, hat mich gefreut. Ich musste nicht so lange warten. Ja, ja. Kurz und schmerzlos. Ja, genau. Und du begleitest ja deinen Papa auch immer überall hin, ja, das ne? Stimmt, stimmt, ja. Ja, ich gucke halt, was. Ich will halt das miterleben, was er erlebt. Und willst du auch mal selber in den Ring steigen? Also erstmal Schule und dann mal gucken. Okay. No. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, ebenso. Danke. Jetzt freuen wir uns, Barış begrüßen zu dürfen. Guten Tag. Du bist eben mit Özcan eingelaufen und hast ihn musikalisch begleitet. Genau, so sieht's aus. Ja. Sag mal, woher kommst du eigentlich? Also ich komme aus Gießen, mache seit 10 Jahren Musik. Wir nennen uns 35er Sound. Mein Künstlername ist Barış 35 und ja, jetzt mache ich auch die Einlaufmusik für Özcan. Und kennt man dich schon so von YouTube oder? Kann man schon was finden. Damals haben wir noch einen anderen Namen gehabt, da hießen wir New Style. Da haben wir mit anderen Künstlern was gemacht. Da sind auch mehrere hunderttausend Klicks zu finden. Und jetzt heißt es halt Barış 35. Und da kann man einen Haufen Sachen finden. B-A-R-I-S und die 35 dahinter angefügt. Okay, und was machst du sonst noch so? Was inspiriert dich zu deiner Musik? Schreibst du die Texte selber? Ich schreibe die Texte komplett selber. Die Hintergrundmusik mache ich auch selber. Und was inspiriert mich? Natürlich Boxen. Also ich bin Boxfan, seit ich 6, 7 Jahre alt bin, die Mike Tyson-Kämpfe. Das ist die Inspiration gewesen damals. Und durch einen Andreas Sidon, sagt vielleicht den Leuten auch was, ja, habe ich halt mich entschlossen, halt einen Einlaufsong zu machen. Und über Andreas kam ich dann jetzt zum Özcan. Und vielleicht geht es dann auch so weiter. Mal gucken, bis wir dann irgendwann auf Sat.1 oder RTL landen. Keine Ahnung.
Okay, das heißt also, du willst auch dein Hauptziel auf die Musik richten und möchtest damit auch mal in die Charts? Das ist mein Traum, ja. Ich lebe den Traum, wie ich sage vom Anfang vom Lied. Da sage ich, ich lebe den Traum auf meine Art und Weise. Und so ist es. Ja. Okay, dann wünschen wir dir weiterhin ganz viel Erfolg. Wir werden dich sicherlich im Juni dann an der Fight Night sehen. Auf jeden Fall bin ich wieder am Start. Okay, ja. Dann schauen wir mal, was bis dahin alles so passiert ist. Ja. Vielen Dank und ja, Dankeschön ans Team. Ja, vielleicht hast du noch ein paar Grüße an deine Fans. Du hast jetzt die Möglichkeit. Ja, ich grüße alle Leute aus Gießen. Ich grüße meinen Bruder Joey Seid. Der gehört zum 35er Soundteam dazu. Ja, das war's auch eigentlich. Okay, Dankeschön. Schönen Abend noch. Dankeschön, gleichfalls. Und ein Geschenk für jeden Verband. Und hier bedanken wir uns bei dem Sportgott für deine Entscheidung für den Boxsport. Wir wünschen dir von Herzen weiterhin viel Spaß und Erfolg, vor allem Gesundheit. Und wir brauchen dich noch ein paar Jahre für unseren Sport und dich als Menschen. Danke, dass es dich gibt, lieber Reinhard. Dankeschön. War noch nicht alles. Boah, da kommt noch. Wir müssen noch boxen, Daniel. Komm mal. Jetzt kommt der Mario Jasmann. Mario ist aus einer Boxer-Dynastie bekannt. Und hier haben wir auch die Hoffnung, dass die nächste Generation, weil er hat ja einen Sohn, sich auch für den Boxen entscheidet. Die Gene, die die Jasmanns haben, sind hervorragend für unseren Sport. Mario war ein sehr erfolgreicher Amateurboxer. Hier hat er uns als Verband sehr gut vertreten. Mario war Bundesliga-Boxer, mehrfacher Hessenmeister, mehrfacher Südwestdeutscher Meister, mehrfacher Teilnehmer bei deutschen Meisterschaften und in den verschiedenen Jugendklassen und hat auch in der Elite die Bronzemedaille der deutschen Meisterschaft gewonnen. Als Profi macht ihm seine gute Grundschulung und seine Erfahrung beim HBV, besonders durch seinen Vater, das hilft neben. Mario ist ein gutes Vorbild für unsere jungen Boxer. Wir wünschen Mario alles Gute für seine Karriere als Profiboxer und seine Familie. Wir sind uns auch sicher, dass Mario nach seiner Profikarriere wieder den Weg zu uns als bei den Amateuren findet und uns mit seiner Erfahrung, seinem guten Beispiel weiterhilft, in Korbach gute Boxer rauszubringen. Die entsprechenden Trainerscheine hat er bereits beim HBV und bei mir gemacht. Wir sind stolz auf dich, Mario. Und mach weiter so und bleib so ein lieber und fairer und bescheidener Sportsmann. War, dass ich das auch nochmal anspreche. Ein besonderes Dankeschön an meine Frau Karin Jasmann. Ohne ihre Liebe und ihren Halt wäre Reinhard nie der Mensch und der Mann geworden, wie er jetzt ist. In guten und schlechten Zeiten hat sie so gemacht, wie man es auch sagt. Zudem ein Dankeschön vom HBV für den Mario. Schade, dass nicht noch mehr Söhne daraus entstanden sind aus der Liebe. Wir hätten uns gefreut. Bitte schön. Und vielen Dank für alles. Ich bin aber froh, dass ich nicht noch einen Sohn habe, der boxt. Ich bin so schon sehr angespannt und das reicht mir. Mein anderer Sohn ist auch sehr erfolgreich und zwar im Retten. Er ist Rettungsassistent und in dieser Richtung ja, tätig. Und das finde ich also auch ganz toll und erfüllt mich auch mit Stolz, genau wie Mario das mit seinem Sport erfüllt. Also. Vielen Dank nochmal bei den Veranstaltern, dass wir die Jasmanns hier ehren konnten. Also die haben das auch verdient. Vielen, vielen Dank nochmal. Und jetzt haben wir hier einen sensationellen Boxer. Wir haben ihn eben gesehen. Er hat einen überraschenden Kampf mit sehr viel Kämpferherz gezeigt. Und hier haben wir seinen Cousin. Er übersetzt uns jetzt, weil er nicht so gut Deutsch spricht. Er ist aus Bosnien. Hallo, ihr beiden. Hallo. 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 Ja. Kannst du noch mal ein bisschen was über ihn erzählen? Er trainiert fast jeden Tag. Er hat richtig keine richtige gute Sache zum Training. Er trainiert in ganz
nicht normale für Deutschland Bedingungen. Und er hat jeden Tag trainiert, hat sich richtig vorbereitet für diese Training. Und er findet richtig, er nehmen das richtig schwer, weil er hat Jiri nicht bis letzte Runde gelassen, diesen Kampf. Und sein Name nochmal vollständig? Sein Name ist Amir Solak. Ja. Ja. Und seit wann boxt er? Er boxen als 2001. Ja. Ja. Wie hast du denn den Kampf erlebt heute? Kako si ti počeo, kako si danas doživio ovaj kampf? Pa osjećam se super i mislim da sam dobro odradio i ispunjen sam, mislim da sam za sebe mislim da sam dobro odboksao i da sam dobar bokser. Večeras bio. Denken heute hat gut gemacht, hat alles gegeben. Finden das hat gut gemacht. Ist voll zufrieden. Wie sieht denn deine weitere Karriere jetzt aus? Was möchtest du? Was hast du dir vorgenommen? Kako vidiš svoju daljnju karijeru i šta misliš za sebe da ćeš dalje uraditi? Pa mislim da ću trenirati dalje, a sve ostalo zavisi od menadžera i od ostali boraca i šta ja znam ako neko bude htio borbu. Mislim da se nastavljam baviti sportom i boksom i to je to. Will weiter hart trainieren. Will weiter alles geben für das. Alles ist für Manager. Wenn Manager geben, weiter Chance zum Kämpfen und weiter zum seine Talent zeigen, dann er macht so weiter gerne, weil er hat voll Lust und sowas machen. Ja, ist ein Boxer, ja, er ist Boxer und er will weiter trainieren, auf jeden Fall. Ja. Ja, wir haben ja jetzt gesehen im Ring, du hast voll Power gezeigt, obwohl du stark geblutet hast. Hast du keine Sekunde an Aufgeben gedacht? Oni su u ringu vidjeli da si ti davo sve od sebe, da si čak i krvario, ali si sve dao od sebe. Ja sam takav i ja sam fajter i fajter, to je moj život. Ja hoću da se borim, ja ću se boriti. Er hat gesagt, ist ein Fighter, liebe so einen Kampf, ehrlicher Kampf, Mann gegen Mann und geben immer alles. Möchtest du auch noch was sagen? Nein, meine Kollegen haben mir gesagt. Er hat alles gegeben einfach und ja. Will noch mehr geben. Er findet nur, weil Jiri hat ausgemacht, so in sechster Runde, 15 Minuten vorher. Er findet sich das nicht verletzt. Wenn es verloren ist, verloren, aber so, er findet nicht so korrekt. Trebali su pustiti samo do kraja, da se završi. Die muss lassen einfach normalerweise, ab, wenn es zweite Runde Blutung, dann die muss lassen bis letzte Runde so. Okay. Ist nichts passiert in sechster Runde, das. Ja. Ja. Und sehen wir dich denn jetzt demnächst nochmal in Deutschland boxen? Ich hoffe, dass du in der nächsten Zeit in Deutschland das Boxen wirst. Ja, ich hoffe, dass ich möchte, weil ich glaube, dass mein Manager, er möchte, dass ich die Kämpfe in Deutschland mache und ich glaube, dass ich das mache. Sein Manager will weiter lassen kämpfen in Deutschland und er denkt genau so, weil er hat so einen Wille zum Kämpfen weiter und zeigen, was er kann. Hast du eine Internetseite, wo man sich über dich informieren kann? Immer schnell eine Internetseite, du kannst mich informieren. Samo svoj Facebook-Profil. Er hat sein Facebook-Profil, das ist das Einzige, was er hat, weil er hat keine richtige Möglichkeit in Bosnien, weil er hat ganz kleine Möglichkeiten, zum was machen, so mehrere. Er braucht ein bisschen finanzielle Unterstützung. Okay, und wie finden wir deine Facebook-Seite? Unter welchem Namen läuft die, unter deinem richtigen Namen? Kako možemo da nađemo tvoju Facebook-sajte i ispod kojeg imena, reći svoje ime. Amir Solak. Amir Solak. Amir Solak, Facebook profil. Einfach Amir Solak. Okay, und ich weiß ja, du sprichst auch Englisch. Wir haben das jetzt einfach übersetzt, damit unsere Zuschauer auch alles verstehen. Jetzt hast du noch mal eine Möglichkeit, an deine Fans auf Englisch ein paar Worte zu richten in die Kamera. I'm Amir Solak, I'm a boxer from Bosnia. My Facebook profile is Amir Solak. And thanks to all people here in the Halle. I mix English and Deutschland now, but I can speak and I understand everything. And thank you to all here, and thank you for this interview. And thanks to my brother, my cousin. He's my best support. He's my best cousin, and that's all. Thank you all. Thank you for the interview and.
Good luck for the future. Georgi Guglielmi. Sollten wegsehen, schickt die Leute von Rapsehen, entdeckt den Zugang zu Top Ten, bleibt in unser Stepney. Eins, zwei, Mikrofon, check, was ist los? Wer sie schreit, oh, schreit, und die zwei etwa Pro Black. Niemand sollte es selbst, wenn es wissen will. Fang für die Ewigkeit, falls du dich beschissen fühlst. Hör wieder Rapsehen, spür wieder People. Mario Jesper! Legend for legend, it's on the line, God and man. Whoever can get it, whoever can get it, come on, cause I'm ready. I'll lay you all down at the same time they left me. Now, Mike, you Gewichtsklasse bis 72,5 Kilogramm. Es geht um den Titel internationaler deutscher Meister in der roten Ecke mit einem Kampfrekord von 7 Siegen, 2 Niederlagen und 2 Unentschieden. Aus Tiflis, Georgien, Georgi Guglielmi. Und in der blauen Ecke mit einem Kampfrekord von 8 Siegen bei 8 Kämpfen mit 7 K.O.s. Aus Korbach, Mario Jesper. Zehn Runden à 3 Minuten sind angesetzt. Uwe Lorch aus dem Saarland, der Ringrichter, Punktrichter, Andreas Müller, Daniela Otten und Maurizio Rinaudo. 10 Runden im Mittelgewicht um die internationale deutsche Meisterschaft. Guglielmi gegen Jasmin. Ringfrei zur ersten Runde. Thank you.
Ende der ersten Runde. Der Boxer in der roten Ecke kommt aus Tiflis, Georgien, ist 31 Jahre alt, hat eine lange Amateurkarriere in Georgien gehabt, hat bisher 11 Profikämpfe bestritten, 7 hat er gewonnen, 2-mal verloren, 2-mal boxte er unentschieden. Georgi Guyeyani in der roten Ecke. Der Kämpfer in der blauen Ecke, Sie kennen ihn alle, er kommt hier aus Korbach. Er ist ein sehr guter Amateur gewesen mit ca. 140 Amateurkämpfen in der Bundesliga bei diversen Meisterschaften in Deutschland. Als Profi für PSP Boxing 8 Profikämpfe, davon 8 Siege, 7 durch K.O. Mario Jasman. In seiner Ecke sein Trainer Kai Kurzawa und als Cutman der ehemalige Europameister im Mittelgewicht, Corinne Gevor. Seconds out, please, seconds out. Die Sekundanten bitte aus dem Ring. Dritte Runde. Sehr schön.
Das ist so krass. Jetzt im Ring, da fliegen die Fäuste und jetzt zeigt uns mal Jasmin wieder, welche Runde wir denn erwarten. Ringfrei zur vierten Runde. Mario, komm! Ja, liebe Zuschauer, hier geht's rund. Beide Boxer top vorbereitet. Und dass einer von beiden nichts kann, wie ich hier ab und zu aus dem Publikum höre, der Meinung bin ich nicht so. Aber jetzt haben wir erstmal wieder Jessica im Ring. Thank you.
Liebe Zuschauer, das waren 10 Runden von zwei echten Kämpfern. Ein würdiger Titelkampf. Glückwunsch an Meyersmann und damit ist er neuer internationaler deutscher Meister des BDB im Mittelgewicht. Danke auch an Georgi Gujiani für seinen tollen Kampf hier. Und jetzt haben wir hier den Titelgewinner von heute Abend, Mario Yasman. Herzlichen Glückwunsch, du hast den Titel nach Korbach geholt. Dankeschön, das war auch mein Ziel und ich habe es erreicht. War super. Schön. Die ersten 4 Runden schien es ja ziemlich schwierig, so den Kampf zu finden. Der Gegner hat ziemlich viele unfaire Tricks angewendet, so nenne ich es jetzt mal. Ja, so war das auch. Also ist viel mit dem Kopf reingraben, Tiefschläge ohne Ende. Also ist wirklich auch schwer für mich als Boxer dann da eine saubere Linie zu finden. Ne? Es ist kein dankbarer Gegner. Aber es war hart, er hat gut was weggesteckt und darauf bin ich gewachsen, auf jeden Fall das erste Mal 10 Runden gegangen. Ja. Ist der Gegner dafür bekannt, dass er diesen Boxstil hat? Also die Georgier sind alle so. Also die Boxen hauen rein, was sie können, weil sie denken, dass sie nach Punkten eh nicht gewinnen können. Und dann muss man einfach coolen Kopf bewahren und zwischendurch habe ich es mal verloren und nachher hinten raus habe ich dann wieder... Ja, das hat man dann auch deutlich gesehen, du hast dann wieder zu deiner alten Stärke gefunden. Und er hat halt deutlich an Konditionen verloren. Ja, und dann hat es für mich einfach gemacht. Also ich habe wirklich Konditionen gebolzt ohne Ende. Habe auch viele Runden Sparring gemacht, so viel wie noch nie. Habe mich gut hin raus dann gut bewegt und habe dann einfach meinen Kopf eingestellt, habe geboxt und ja, dann hat es gelaufen. Wie geht's jetzt bei dir weiter? Ja, jetzt mache ich erstmal ein bisschen Pause, ein paar Wochen. Dann machen wir wieder Grundlagentraining und dann geht's wieder weiter. Wir wollen dann den nächsten Kampf machen. Ich boxe bald wieder. Auto aus Dürkop ist am 24.06. in Kassel geplant. Und mal schauen, also ich denke, wir können hier im Herbst wieder veranstalten. War eine gute Veranstaltung, war ein tolles Publikum, waren viele Zuschauer. Und ich glaube, bald können wir die Halle noch vergrößern. Ja, dann weiterhin viel Erfolg und vielen Dank für den schönen Abend. Dankeschön, gleichfalls. Jetzt begrüßen wir den Veranstalter des heutigen Boxabends, Enrico Schütze. Hallo Enrico. Ja, hallo, schön, dass ihr hier seid. Ja, wir haben uns auch sehr gefreut. Wie hast du die Veranstaltung heute erlebt? Naja, ich renne ja hier immer durch die Gegend und mache die Orga mehr oder weniger mit meinem kleinen Team, das ich habe. Und ja, ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht. Wir hatten 11 Kämpfe auf dem Programm, davon waren 4, 5 wirkliche Kracher. Dann war natürlich auch wieder mal ein bisschen Fadekost dabei. Das ist normal. Deswegen macht man ja 11 Kämpfe, damit am Ende die Zuschauer sagen konnten, aber hier der Kampf und der Kampf. Und manchmal ist es auch so, dass eine Ansetzung, die von vornherein sehr gut aussieht, am Ende trotzdem keinen guten Kampf bringt. Tagesform ist eben im Sport wichtig, besonders im Kampfsport. Und deswegen, das kann passieren, dass sogar zwei sehr gute Boxer auf einmal einen schlechten Kampf abliefern. Das kann passieren. Der 8. Kampf war ja ziemlich spektakulär. Ich glaube, es war ein Bosnier, der hatte ja dann halt eine Verletzung, hat geblutet, wollte unbedingt weiterkämpfen. Eine Minute vor Ende der 6. Runde wurde es abgebrochen. Da gab es hier ein bisschen Tumult. Wie hast du das erlebt? Ja, Tumult, es gab keinen Tumult. Die Leute haben natürlich... wollten halt ihn weitersehen. Ja, aber Tumult ist ja immer, wenn hier ist überhaupt nichts passiert. Das war hervorragende Stimmung. Genau. Die Leute fanden diesen Kampf einfach super und haben dem Gast gegönnt, dass er über die Runden kommt. Weil er hat wirklich alles dafür gegeben. Ganz harter Junge, Amir Solak, ein sehr guter Boxer mit einem schlechten Rekord. Es gibt auch viele gute Boxer mit schlechten Rekorden. Und Waldemar Schönweg ist mein Junge aus Hannover. Mit 10 Kämpfen, alle 10 gewonnen, ist ein sehr guter Techniker, hat richtig zu kämpfen gehabt, hat eigentlich jede Runde nach Punkten gewonnen, aber hat es einfach nicht geschafft, auch nicht mal einen Knockdown, er konnte ihn einfach nicht ausnocken. Der Solak hat gekämpft wie ein Bär und war bis zum Schluss gefährlich, weil er eben hart schlagen kann. Und das war ein toller Kampf, da waren die Leute richtig aus dem Häuschen, schön. Auf jeden Fall, da war hier mega Stimmung in der Halle, die Leute haben mitgefiebert, es war sehr spannend, man wusste bis zuletzt nicht, wie geht der Kampf aus, nach Punkten klar, aber es hätte jederzeit auch noch ein K.O. passieren können. Richtig, weil er kam in jeder Hand mit ein paar harten Händen, in jeder Runde mit ein paar harten Händen durch, weil er Wallemann sich immer auf die Schlagabtäuscher eingelassen hat. Als er dann aber ihn schön lang geboxt hat, hat er klar gepunktet, aber dann wollte er es doch wissen und hat mitgeschlagen und da kam auch immer mal eine Granate bei ihm an, ne? Ist so, ja. Ja, war wirklich sehr spannend. Und der letzte Kampf war auch sehr spannend. Die ersten 4 Runden, Mario Yasman, da dachte man, der Gegner, der ist sehr, sehr stark, hat aber mit vielen unfairen Tricks, sage ich mal, gekämpft. Wie hast du das gesehen? Wir haben den ja verpflichtet, bewusst. Wir brauchten ja einen Ersatzmann. Letzte Woche Donnerstag, weil sich der Mati Schafran verletzt hatte. Und da habe ich die Georgier gefragt,
wer ist im Training? Ne, das ist ja auch immer so eine Sache. Wer ist im Training? Und ich habe da natürlich in Georgien habe ich auch Leute, die haben, keine Ahnung, 30 Siege, 10 Niederlagen, aber vielleicht sind die gar nicht im Training. Ich wollte niemanden haben, der nicht im Training ist. Und das Ding wäre hier nach 3 Runden zu Ende gewesen. Ich habe gesagt, schickt jemanden, der in der Lage ist, 10 Runden zu boxen. Und dann haben sie mir den angeboten. Der Rekord war jetzt nicht so super toll. 7 Siege, 2 Niederlagen, 2 Unentschieden. Ist natürlich kein schlechter Rekord, aber auch kein super Rekord. Ich habe Leute angeboten mit besseren Rekorden, angeboten gekriegt fürs gleiche Geld. Aber da haben die mir gesagt, naja, der ist aber nicht so im Training. Und wir haben den genommen. Der sollte nächste Woche Samstag sowieso kämpfen in Georgien. Das heißt, der war sowieso voll im Training. Und das hat man auch gesehen, dass der voll im Training war. Das ist ein Stinker, der geht mit dem Kopf vorwärts rein, schlägt ganz gefährliche Haken. Das ist sein Kampfstil. Und da muss man damit umgehen können. Und Mario hat heute, glaube ich, sehr viel gelernt, wie man mit so einem Boxer boxt. Unbequem, hartschlagend und ab und zu auch mal unfaire Mittel. Das ist aber normal. So sieht Profiboxen aus. Das ist kein Balletttanzen hier. Ne? Ist so. Ja, ich sag mal, für uns als Laien ist das natürlich dann immer hart mit anzusehen, auch so Tiefschläge. Da hat man dann schon quasi Mitgefühl, ne, für den Gegner. Das passiert. Gerade wenn der Gegner drin steht, den Kopf tief hat, will einen Haken schlagen, Mario geht noch einen Schritt rein. Das ist nicht unbedingt mit Absicht, aber so ist eben sein Stil. Und das war gut für Mario, dass er mal so einen Boxer geboxt hat und weiß, wie er mit ihm umgehen muss. Und man hat ja gesehen, umso länger der Kampf gedauert hat, umso besser kam er rein. Nicht, weil der andere immer schwächer wurde, der war ja trotzdem fit. Der ist bis zur letzten Runde gefährlich gewesen. Man hat gesehen, in der 10. wollte der unbedingt noch Knockout machen. Ne? Und deswegen, es war okay, hat er gut gelöst, der Mario. Tolle Atmosphäre, tolle Stimmung, schöner Kampf, alles gut. Auf jeden Fall, Mario wurde hier in der Halle angefeuert, das Publikum ist mitgegangen. Also es war wirklich spannend bis zur letzten Runde, kann man wirklich so sagen. Ja, ja, schön. Hat mich gefreut, wir sind gerne hier gewesen. Wir arbeiten gerne mit der Familie Jasmann zusammen, ganz tolle Menschen. Und wir kommen gerne wieder hierher. Und ich glaube, die Zuschauer wollen das auch, dass wir wieder herkommen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, das ist auch dein Plan, du machst eine nächste Boxveranstaltung? Ich mache immer nächste Boxveranstaltung. Ich mache 10 Veranstaltungen im Jahr. Wow. DSB Boxing ist der Veranstalter, der die meisten Veranstaltungen jedes Jahr in Deutschland organisiert. Es redet nur kaum jemand drüber. Wir machen auch viele kleine Sachen, aber wir machen ständig Veranstaltungen. Und Korbach war jetzt mal einen kleinen Tick größer. Und wir kommen gerne wieder. Wir müssen halt testen, wo wird es angenommen. Und Korbach ist auf alle Fälle mit Mario sowieso, glaube ich, bereit für die nächste Veranstaltung von PSP Boxing. Ja. Ja, das hört sich interessant an. Und wo ist dein nächstes Event, deine nächste Veranstaltung jetzt? Ja, wir haben am 20. Mai in Polen eine Veranstaltung, die wird live im Fernsehen gezeigt. Da haben wir auch einen polnischen Boxer, Dariusz Pomanski, ein sehr guter Halbschwergewichtler. Dann haben wir am 15. Juli in Kühlungsborn eine große Veranstaltung mit Titelkämpfen. Und dann habe ich im September eine Veranstaltung an der Ostseeküste. Mensch, in der Nähe von Rostock, okay. Fällt mir jetzt der Ort, ein kleiner Ort, aber wird auch eine schöne Veranstaltung. Also wir haben dieses Jahr PSP Boxing, www.pspboxing.com. Wir werden dieses Jahr, haben wir noch 6 oder 7 Veranstaltungen. Ja. Okay, und also eine davon wird in Korbach sein. Das heißt, interessierte Boxfans können auf eurer Webseite das nachlesen, ja, wann, wo, was stattfindet. Richtig, weil wir machen alles über unsere Webseite. Wir machen auch den Kartenvorverkauf über unsere Webseite und wir machen alles alleine. Und ja, Fernsehen ist noch nicht auf uns aufmerksam geworden. Vielleicht passiert das ja mal irgendwann. Aber solange machen wir halt so weiter. Geht auch, macht Spaß und ja. Schön, und den Zuschauern hat es auch Spaß gemacht und ich glaube, das ist für den Veranstalter das Allerwichtigste. Richtig, genau. Das ist wichtig, weil wie gesagt, mit Geld verdienen hat es sowieso nichts zu tun. Bei so Veranstaltungen ist man immer froh, dass man nichts draufpackt, wenn man mal ein paar gute Sponsoren hat, so wie die Wahlgruppe heute oder Mauser oder auch die ganzen kleinen Sponsoren. Café San Marco, Lange Werbung, Telewolf, das sind alles Jungs, die kennen Mario natürlich persönlich und die haben alle gesagt, ja, was können wir machen? Ich sage, ich will einen guten Gegner holen, wir brauchen ein bisschen Finanzen. Und da haben die ein bisschen in die Tasche gepackt und haben das mit möglich gemacht. Aber ich sage noch mal eins, auch in jedem, der es jetzt sieht und der gerne mal zur Boxveranstaltung geht und eine Karte kauft. Bei den kleinen Veranstaltungen, wo kein Fernseher ist, ist der größte Sponsor immer der Zuschauer. Immer. Weil das ist wichtig. Wie gesagt, ohne Zuschauer braucht man den ganzen Kram gar nicht machen, das ist auch so. Und wenn dann viele kommen und das toll finden, bedanke ich mich ja auch immer bei denen, dass sie da waren, weil sie waren im Endeffekt der größte Sponsor. Das ist so, ne? Und, das ist, was viele auch gar nicht wissen. Nein, ich sag's Ihnen aber. Ich sag, wenn Sie nicht kommen würden, dann wären wir nach einer Veranstaltung pleite. Es ist einfach so. Und deswegen freue ich mich, wenn viele Zuschauer kommen und wenn sie Spaß haben an der ganzen Geschichte. Und das muss man ihnen auch sagen. Weil, wie gesagt, bei den kleinen Veranstaltungen ohne Fernsehen
ist viel Enthusiasmus, Idealismus dabei. Und wenn dann die Leute kommen, dann helfen die uns natürlich, dass wir sowas möglich machen können. Na, dann danken wir dir für diesen Abend, für die Veranstaltung und ich denke, wir sehen uns demnächst wieder und wünschen dir weiterhin viel Erfolg. Vielen, vielen Dank, wir sehen uns wieder, ich bin mir sicher. Auf Wiedersehen. Okay. Ciao.